von Volus Leitfaden ist in Arbeit. Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Wir machen weiter in Schalt. Letzte Folge war ja Storm King Thunder. Ja, und was gibt's Neues zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Hab mich genau am letzten Tag, ich vermute mal während des Rückflugs, im Flugzeug total erkältet. So wurde mir jedenfalls berichtet, dass das wohl sehr wahrscheinlich ist, wenn man aus einem relativ warmen Klima ab ins Flugzeug geht, mit Klimaanlage und so weiter und so fort. Im Hotel habe ich sie extra ausgeschaltet gehabt. Naja. Im Flugzeug hat es mich dann wahrscheinlich erwischt. Jetzt liege ich ein bisschen flach, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Wenn ihr das Gewoll des Tyrannen hört, ist es schon zu spät. Genau, dann ist es zu spät, das Gebrüll des Tyrannen. Was wollte ich hier machen? Ich wollte hier eigentlich nur schnell mal ihn ansprechen. Hier haben wir nämlich eine Quest abzugeben, dachte ich zumindest. Ja, so, jetzt geht's. Die furchtlosen Jäger hier haben mir von den schrecklichen Monstern berichtet, die in den Dschungeln lauern. Um die Wahrheit zu sagen, einiges davon hörte sich sehr unglaubwürdig an, doch sie scheinen es ernst zu meinen. Ja, okay. Im Dschungel auf die Jagd zu gehen, ist ein überaus riskantes in dieser Gegend. So, fertig. Nein, ich habe mir doch nichts abzugeben. Das bedeutet... wie kam ich auf die Idee? Das heißt, wir können direkt in den Dschungel. Wir können kurz vielleicht nochmal einen Blick werfen auf die Kampagne. Wir sind mittlerweile bei 36%. Ist ja noch nicht so viel. 136 vorzeitliche Totems. Für Schreine des Ubtau brauchen wir 175. Uns fehlen also 12. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen. Ich werde mir Mühe geben, wobei... eigentlich ist das ja nicht so wichtig, ob das jetzt diese Folge oder nächste Folge ist oder übernächste Folge. Wir haben nämlich noch ganz viele Karten, die wir abgeben müssen. Und mittlerweile habe ich schon einen recht guten Überblick, wo diese ganzen Sachen versteckt sind. Ich weiß noch nicht alles so komplett. Manchmal irre ich mich auch. Aber dadurch, dass ich halt sehr viele Karten gesammelt habe und schon mal so ein bisschen rumgegangen bin, weiß ich zum Beispiel, dass hier nichts zu finden ist. In diesem ganzen mittleren Bereich ist nichts. Die ganzen Stellen befinden sich, also hier ist zum Beispiel eine, hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine, da. Die befinden sich eher so in den äußeren Bereich, ne? Ich bin der Meinung, hier, 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 da, da hinten. Das sind so die Bereiche. Okay. Okay. Das könnte glatt der sein, würde ich sagen. Gucken wir mal. Achso, wir sind... sind wir gebufft? Wir sind gebufft ein bisschen. Noch 4 Minuten, dann... Verteidigung, Kraft... 99 haben wir von dem. Ja, dann werden wir den mal ein bisschen benutzen. Die Sachen muss man ja auch ein bisschen verbrauchen, ne? Nicht, dass sie schlecht werden. Man kennt das Haltbarkeitsdatum ja nicht. Interessant übrigens, was das nächste, wie soll man das denn, Teilmodul bringt, ne? Habt ihr euch da schon mal schlau gemacht? So, ich werde mal hier stehen bleiben, denn irgendwo da drin müssen wir gucken, ne? Da bei den Spinnen war es versteckt. Bin ich mir sehr sicher. So, ja, kommt alle mal auf einen Fleck. So, jetzt wollen sie aber alle, jetzt wollen sie es wissen. So, als erstes mal hier nach Gegenständen suchen. Nehmen wir mit.
So, dann konnte man hier reinlaufen, ne? Okay, hier nicht. Ein Stückchen weiter wahrscheinlich. Ja, das sieht gut aus. Zack. Und unseren ersten Schatz. Na? Na? Einmal bitte aufmachen. Und ein weiterer Schatz. Und das war tatsächlich diese Karte, ja. Mittlerweile haben wir 8 Schätze. Ich würde mal sagen, am Ende der Folge machen wir die alle schön auf. Und gucken, was wir Nettes bekommen. So, ich hoffe, wenn ich mich hier hinstelle, ist alles Chico mit euch Tigern und so. Next. Okay. Dieses Ding ist... Das ist hier. Wenn ich mich nicht irre. Das ist hier. Können wir mal glatt hin, ne? Ich weiß nicht, hier müsste theoretisch auch eins sein. Wir können auch mal hier hin. Und gucken, ob wir die Karte dafür haben. Okay, vorbei an den Dinos. Nein, 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 nein. So, und hier drin. Ah, Tiger. Ja, den Kampf habe ich natürlich ganz falsch angefangen, ne? Aber was soll's. So, die armen Tigerchen sind weg. Ach nee, hier war... zum Anlocken der Platz, ne? Gut. Hier also keine Schätze. Macht nichts. Dann gehen wir glatt mal direkt hier hin. So, genau. Die Yuan-Tis. Nicht hingucken. Ja. Es wird sich um dich gekümmert, Freund. So, ich muss mich jetzt aber um den Schatz kümmern. Der ist nämlich hier. Da ist er. Und hier ist diese Steinformation, die auf dem Bild war. Hier können wir theoretisch noch ein bisschen aushelfen, warum nicht? Und ab zum Schatz. So, von der Karte haben wir mehrere, richtig? 2, oder? Ja. Also hier kriegen wir 2 Schätze und wir haben gerade einen schwarzen Opal gefunden. Tja, helfen lohnt sich, Freunde. Helfen lohnt sich. So, und? Na? Ach, hab ich gleich... Ah, ich habe gleich beide aufgenommen. Gut. Dann sind wir durch damit. Dann ab zum nächsten. Das ist auch in der Nähe. Das Krokodil.
Das müsste hier sein. Dann helfe ich hier auch nochmal. Zack. Und. Den Verwundeten lassen wir liegen. Nicht, weil wir so gemein sind, sondern weil der möglicherweise Verwundete sucht. Und wir nicht. Den Auftrag haben wir nicht. So, und hier ist der Schatz. Da ist der Tempel. Davon hatten wir wieder zwei Stück, richtig? Werden wir gleich sehen. So, einmal. Zweimal. Schön. Wenn es immer so schnell gehen würde. Okay. Das ist, glaube ich, der Untoten-Tempel. Der ist ein bisschen weiter weg. Das könnte hier sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Mhm. Dschungel, wo ist das? Könnte, ich kann mich jetzt aber irren, könnte hier sein. Wobei, nein, das ist nicht hier. Das könnte hier sein. Hier. Ja, das ist es nicht. Es könnte hier sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, das ist bei den Bataris. Batiris. Das hier ist beim Camp hinten. Das wäre hier. Und das könnte hier sein. Und da wir da sowieso hin müssen, werden wir da hinlaufen. Und vorhin habe ich doch angefangen. Vorhin habe ich ja angefangen, so ein bisschen über das nächste Modul zu reden, ne? Ich weiß noch nicht genau, wann es rauskommt, aber ich habe schon so ein bisschen davon gelesen. Ne? Mein Kumpel Tito hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass da doch das ein oder andere verändert wird. Und die Änderungen sind umfassend, würde ich sagen. Also es ist eigentlich wieder nur so eine Art halbes Modul. Ja. Es ist so eine Art halbes Modul. So ähnlich wie bei Shroud of Souls, ne? Ah, komm schon. Da war, zuerst kam der Fluss, das Flussviertel raus. Und nach dem Flussviertel. Ah, Mist. Hat er mich erwischt. Und nach dem Flussviertel. Ach, jetzt bin ich echt ein bisschen gerade im Eck ausgewichen, mein Freund. Boah, jetzt sind es aber echt ein bisschen viele, ne? Au, erwischt. So, Mensch, alle hingekriegt. Okay, also zuerst kam das Flussviertel raus und irgendwann, nachdem das Flussviertel halt raus war und die Leute sich da so ein bisschen schon eingespielt haben, kam dann die Erweiterung Shroud of Souls. Was ja so, naja, kein echtes Modul war, aber es war halt eine Erweiterung vom Flussviertel und der Geschichte. Und so ähnlich könnte es passieren mit dem nächsten Modul, also 12,5 oder 12b oder wie man das auch nennen möchte. Da gibt es verschiedene Ansätze für den Namen.
Und das Modul, so wie ich bisher gelesen habe, könnte Wiedergänger, könnte zwei Schwerpunkte haben. Es wird möglicherweise keine neue Story enthalten und keine neue Quest. Aber dafür Neuerungen in zwei Bereichen enthalten, die doch sehr wichtig sind. So, ich stelle mich jetzt mal hier ein bisschen... Ah, ich wusste es doch. Ja. Und der Tempel leuchtet auch. Wir haben also auch eine Quest im Tempel. Interessant. Na gut, dann gehen wir gleich mal in den Tempel hinein. So, diesmal nur ein Schatz, richtig? Ja. Schön, wie sich das ansammelt. Bin echt gespannt, ob wir nachher Glück haben. Okay. Dann mal rein in den Tempel oder... Ne, ich nutze mal die Gelegenheit, dass es hier gerade so leer ist. Später sind die alle wieder respawned, dann ist das wieder ein bisschen blöd. So, Freunde. Wow. Da hast du... Ey, ich bin ausgewichen. Ich weiß, ich habe auf den Knopf gedrückt. Na, du zuerst vielleicht, ne? So, Wiedergänger. Futsch. Ausweichen. Und Überreste weihen. Ah, toll. Blöder Halblich. Tada. So, zack und zack. Und ab in den Tempel. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen ruhiger, dass wir auch ein bisschen reden können. Ja, das neue Modul. Oh. Hallo, Sakayan. Sakayan Sakahayak. Also, zwei Schwerpunkte. Erster Schwerpunkt. Veredelung. Momentan hat man ja das Problem, dass das Inventar immer mega, 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 mega voll ist, weil sich sowas hier anstapelt, ne? Hier, ne? Schwächerer Machtstein und noch einer und noch einer und der ist hier Account gebunden und der ist Charakter gebunden und der ist wieder Account und der ist Account und der ist Account und der ist Charakter gebunden und dann hat man Ungebundene noch und was weiß ich nicht alles, ne? Und das stapelt sich voll und man wartet und wartet und wartet und worauf wartet man eigentlich? Man wartet darauf. Ich zeige euch, worauf man wartet, ne? Man wartet auf den Kalender. La la la, la la la. So, da ist er. Da, man wartet darauf. Man wartet auf das Veredelungsevent in 2 Wochen. Am 28. geht's los, ne? Für eine begrenzte Zeit erhaltet ihr für alle in Veredelungsprozessen verwendeten Gegenstände die doppelte Anzahl an Veredelungspunkten. Ne? Man möchte ja seine ganzen Ausrüstungsgegenstände möglichst gut veredeln. Deshalb wartet man auf so ein Doppelveredelungsevent. Und deshalb ist immer die Bank voll. Deshalb ist immer das Inventar voll. Weil es von jedem Stein irgendwie 3 verschiedene Versionen gibt. Und dann... Und so weiter. Ihr kennt's ja, ne? Ihr kennt's ja. So, das soll alles verschwinden. Ne? Ich habe davon gelesen. Ich hab's mir so ein bisschen angeguckt.
Ich habe es mir noch nicht selber angeguckt auf dem Preview-Server. Da kann man es nämlich schon so ein bisschen betrachten, wie das dann sein wird. Aber das soll alles verschwinden. Es soll eine Währung geben, die dann, ich weiß nicht, hier sein wird. Sowas wie zum Beispiel Schwarzeis. Dann kommt hier so eine Art Währung, Veredelungspunkte oder so etwas, wie sie heißen, ne? Dann kann man hier so warten. Das heißt, das gesamte Gerümpel hier muss man nicht mehr im Inventar haben. Ne, man geht dann auf den Stein, so wie ich jetzt hier, und sagt hier nicht identifizieren oder entsorgen, sondern man sagt so, zu Veredelungspunkten umwandeln. Zack, und dann hat man den nicht mehr hier, sondern dann hat man ihn in den Veredelungspunkten. Und die ganzen Steine wird es sowieso überhaupt nicht mehr geben. Also die meisten wird es nicht mehr geben. Es wird, glaube ich, nur noch einen Veredelungsstein geben. Den braucht man so als Reagenz, um den Veredelungsprozess dann zu starten. Der wird dann auch ein bisschen einfacher aussehen. Und ich bin echt gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich doch mal den Preview-Server mir installiere, damit ich mir das mal angucke oder vielleicht ein Video mache. Aber ich weiß nicht, das ist nochmal irgendwie, keine Ahnung, 12 GB oder sowas. Nur dafür, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der ganze Veredelungsprozess wird einfacher werden. Ich kann ja mal kurz hier sagen, so, dieses Ganze wird es nicht geben, das hier wird es noch geben. Man braucht verschiedene Reagenzien halt. Und ansonsten heißt es nur, naja, Punkte reintun aus dem Punktepool, den man hier hat. Ne, kann man halt bestimmte Punkte reintun und sagen, veredeln, veredeln, veredeln und fertig. Wird also ganz einfach werden. Wird viel Platz im Inventar sparen, viel Platz in der Bank sparen. Also eigentlich eine schöne Sache. Ne? Und angeblich soll an den Kosten der Veredelung auch nichts verändert werden. Und man kann noch höher veredeln. Zurzeit ist ja das höchste Rang 12. Dann wird das angehoben, ich glaube, bei Waffenverzauberungen und Rüstungen auf Rang 13 und bei normalen Verzauberungen dann auf Rang 14. Na gut. Muss ja sein, ne? Muss ja weitergehen irgendwie. Ja, so viel erstmal zum Veredelungsprozess. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte nicht erwähnt oder ausgelassen. Aber eine weitere Veränderung wird sein, der Bereich PvP. Ne? Da ist es ja so, dass ganz viele das überhaupt nicht mehr machen, weil es halt so ein bisschen unfair geworden ist. Ne? Die das schon lange machen, die machen alle platt, die das noch nicht so lange machen. Weil sie halt mit ganz anderen Ausrüstungsgegenständen drin sind. Und das soll ein bisschen geändert werden, so ein bisschen fairer gemacht werden. Bin mal gespannt, inwieweit das funktioniert. Na gut, machen wir mal weiter hier mit dem Tempel. Was sollen wir hier machen? Okay, auf jeden Fall erstmal kämpfen. Okay, das hat gar nichts gebracht. So, jetzt aber. So, müssen wir hier überhaupt etwas machen, ist die nächste Frage. Oder bin ich jetzt hier einfach nur reingegangen, weil er auf war? Ich glaube, wir müssen hier gar nichts machen. Ich will mir nichts angezeigt, also gehen wir doch wieder raus. So, schnell aufgesattelt. Noch ist die Gegend leer. Was wäre das nächste Ziel? Unser nächstes Ziel wäre... Nein, das nicht. Na? Das auch nicht. Ich glaube, das ist das nächste Ziel. Okay. Also, nix wie weg hier. Alles stehen und liegen lassen. Ja... Euch lasse ich auch stehen.
So, hoffentlich entdecken uns die Dinos nicht. Die haben ja eine Reichweite beim Gucken. Das ist nicht mehr schön. Beschweren sich wohl recht viele Leute, dass die Reichweite der Dinos, also die Aggro-Reichweite, einfach viel zu hoch ist. So, schaut mal, Überreste Wein. Das habe ich ja ganz vergessen, dass wir das ja auch machen müssen. Blöder. Hopp. Wir müssen nochmal zurück, ne? Ja, hier. Überreste Wein. Hilft nichts. Es hilft nichts, Freunde. Wir müssen nochmal zurück. Die Stelle auf der Karte, die mir so überhaupt nicht gefällt. So, haben wir die Dinos abgehängt oder sind sie hinter uns? Ah, ich glaube, wir haben sie abgehängt. So, die Stelle ist gerade frei. Werden uns die Dinos jetzt einen Strich durch die Rechnung machen, ist die Frage. Ja, toll. Natürlich. Da kommen sie schon. Au! Warum mal auf mich? Da habt ihr. Und da habt ihr nochmal. Und wo ist eigentlich unser Kollege von eben, dem ich geholfen habe? Ja, so ist das in der Welt, ne? Undank. Undank ist der Weltlohn. Oder des Menschenlohn. Oder wie heißt der Spruch? Au, 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 au. Da, ab hier. Nein, falsche Taste. Verdammt. Ja, jetzt hätte der Kampf schon zu Ende sein können, hätte ich nicht die falsche Taste gedrückt. So. Ist aber echt schnell hier. Wein und weg. Ja, das ist die Stelle auf der Karte, die ich also am schlimmsten finde. Vor allem, wenn man dann noch das Pech hat, dass man diesen den Halblichter erwischt, ne? Während man den bekämpft, kann es schon sein, dass die nächsten Monster respawned sind und dann hat man den Salat. Sag ich mal so, ne? Dann hat man den Salat. So. Okay, der T-Rex haut ab. Wir suchen jetzt. Da. Seht ihr es? Da leuchtet der nächste Schatz. Aber da sind ein paar Dinos davor. Und ich gucke gerade mal auf die Uhrzeit. Ist schon ein bisschen weit fortgeschritten. Ich würde also sagen, wir machen jetzt mal in dieser Folge einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir weiter hier mit der Schatzsuche.
und werden hoffentlich in der nächsten Folge dann im Dorf landen, wo wir die ganzen Schätze auch mal öffnen und gucken, was da so drin ist. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.